Yo Leute, was geht? Mein Name ist Adrian und willkommen zum neuen Amateur-Koch-Video. Also ich bin ein Amateur und werde kochen. Es ist mega warm im Auto. Ihr habt auch lange gewartet. Es tut mir leid. Oh, die Kamera wackelt. Oh, oh. Wir werden heute mal was kochen. Ne? Wir werden heute mal probieren, vegan, vegetarisch sowas zu kochen. Oh, es geht mit dem Gimbal. Ich weiß nicht, ob es eher vegetarisch wird oder vegan, weil bei vegan muss man wieder noch mehr auf mehr aufpassen. Egal, ich gehe einfach mal einkaufen. Ihr seht gleich, was wir machen werden. Wir fahren einkaufen, ne? Starte den V12. Hier ist so ein Knopf. Ne? Drin rein, drin raus. Ich habe gesehen, es gibt Erdbeeren hier noch frische vom Bauern. Da gehen wir jetzt mal schnell hin, meiner Mutter noch eine Freude machen. Und ja, ich muss ja mal sagen, Moment. Wisst ihr, Bugatti-Schuhe, aber Puma so. Richtig eklig. Das Spaß. Sind Erdbeeren, meine Freunde. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, ey. Die sehen geil aus, ehrlich, ey. Krass, Alter. Na gut. Drehen wir einmal. Wir gehen jetzt rein. Ich sag euch doch nochmal, was wir jetzt machen. Und zwar klingelt mein Handy. Wir werden heute mal so ein Wedgie oder vegan Wrap machen. Wrap, alles klar. Wrap. Ich hab's heute. Mal schauen. Ich will so ein vegetarisches, veganes Steak da rein machen noch so. So wie bei so einer Dönerrolle. Ne? Und schneide ein bisschen klein, packe ich rein mit Gemüse, Salat, keine Ahnung, Karotten. Darf da Tzatziki rein? Nee, darf kein Tzatziki rein. Das ist ja belastend. Honig auch nicht. Wir schauen mal, ne, meine Freunde. So, ich habe nochmal nachgedacht. Das wird vegetarisch, nicht vegan. ich habe hier so Snackgurken geholt. Dann eine Tomate. Da muss ich auch zusagen, ich sehe das wirklich sehr, sehr oft. Viele benutzen ja Plastiktüten, auch wenn sie nur eine Tomate oder so holen. Das ist total unnötig. Es gibt zum Beispiel Mehrwegnetze. Die kosten, was kosten die? 1,99, drei Stück. Sind auswaschbar. Könnt ihr immer wieder verwenden. Die ziehen sogar das Gewicht an der Kasse ab. Und ist super für die Umwelt. Auf jeden Fall besser als Plastik, was im Müll landet. Im Wasser landet. Ja, hier so ein Steak. Ne? Keine Ahnung, ob das schmeckt. Einfach mal ausprobieren hier. So Wraps. Und ein Eisbergsalat. Ich glaube, das reicht. Keine Ahnung, ich werde es mal probieren. Und Erdbeeren. Die können wir auch reinpacken, Kappa. Es ist alles hier so ein bisschen angerichtet. Ich wollte da jetzt nicht so viel reinmachen. Ich habe jetzt nicht so einen großen Hunger. Ich habe jetzt hier ein paar Tomaten besorgt. Die werden wir gleich klein schneiden. Ich habe eine Gurke besorgt, eine Mini-Gurke. Wäre cool, wenn man die wirklich so einzeln kleiner kaufen könnte. Und eine Möhre. Ja, das müssen wir jetzt alles klein schneiden. Ich habe hier ein Gerät. Wenn ihr sowas habt, immer vorsichtig mit Schneiden. Diese Dinger sind sauscharf. Ich schneide damit jetzt nicht so gerne, aber ich dachte, bevor ich jetzt ein Messer raushole, können wir das mal ausprobieren. Ich zeige euch mal wirklich, das geht ganz vorsichtig. Ne? Das ist sauscharf. Das geht sehr schnell. Ich war schon mit dem Finger fast unten dran. Also wirklich, wenn ihr das macht, aufpassen. Und so schnell wird das geschnitten. Das sieht voll cool aus, ne? Voll cool. Genau. Die Gurke mache ich gleich zum Schluss. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier mit der Möhre geht. Moment. Eine Schale unterpacken. So, und jetzt oben. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das geht. Okay, das hätte ich jetzt auch mit dem Messer schneiden können. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Möhre komme. Ne? Ich dachte mir, machen wir heute mal was Gesundes. Und dann dachte ich, ja, scheiße, was machen wir denn da rein? Und dann dachte ich, so eine Möhre wäre ganz geil. Dann muss man aber erstmal so eine große, so eine kleine finden. Dachte ich, hier kommen wir mal Snackmöhren. Aber ich kann nicht mal Tzatziki nehmen, ne? Weil das ist ja auch nicht so der Sinn der Sache. Egal, mal schauen, vielleicht schmeckt es. Ich lasse das jetzt wieder mal so klein. Ja, sieht auch langsam ganz cool aus.
Tomaten, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir probieren es mal. Ich lege es mal hier auf. Auf jeden Fall kommt da sehr viel Saft raus. Ja, Tomatenmassaker. Ich glaube, das geht nicht. Sieht nicht so cool aus. Ich werde mal die Tomaten klein schneiden. Wir sehen uns gleich wieder, weil das muss ja Ja, nicht mit sein, Messer geht ne? es einfacher. Das habe ich jetzt mal nicht aufgenommen. Jetzt kommen wir nämlich zu den Steaks. Ich konnte das erste nicht lesen. Das hier muss man mal schauen. Eine andere Sprache auf jeden Fall. Tomat. Oh, doch, ist Deutsch. Entschuldigung. Ich habe das gerade hier nicht lesen können. Ich dachte, Kuja, Salat, Vanillesteaks. Okay, okay. So, das sind diese Dinger, diese Steaks. Ich habe das mal bei Galileo gesehen, dass diese Herstellung irgendwie ein bisschen naturbelastend wiederum ist, weil es in der Fabrik hergestellt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen hier ist. Mal schauen. Die müssen in die Pfanne, da steht drauf, mit Sonnenblumenöl, so einen kleinen Klecks Sonnenblumenöl muss da rein in die Pfanne und dann irgendwie 4 Minuten anbraten. Wir schauen mal. Öhrchen. let's go, würde ich mal sagen. So, dann fangen wir mal an. Ja, man hört es. So, dann kann das rein. Angelo, falls du dieses Video siehst, er fand das nicht so gut, dass ich diese Steaks nehme. 4 Minuten anbraten. Das heißt, wir werden jetzt so in 2 Minuten mal drehen, dann wieder drehen. Und ja, dann werde ich die klein schneiden gleich. Und dann haben wir ja hier so. Hier einmal so Marke verdecken, Bretts, ne, oh. Und da kommt dann Gemüse rein und diese kleinen Steak-Schnibbel. Und ich hoffe, das schmeckt, weil ich habe Arschhunger. So, ich habe mal ein bisschen gerochen. Ich finde, das riecht nach Kreppe. Wirklich, definitiv. So. Und die sehen schon recht geil aus. Ich werde das gleich rausnehmen, dann wie gesagt klein schneiden, dann kommen hier die Bretts für 1 Minute rein, laut Verpackung. Und ja, ich weiß halt nicht, weil es ist ja kein Fleisch, wie lange man sowas wirklich anbraten muss, ob, ne, ob man die auch direkt vielleicht essen kann. Keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir nehmen es einfach mal raus. Ich schneide das mal an. Vielleicht sieht man das ja. Und ja. So, machen wir ganz kleine Stücke. Ich bin mal gespannt. Sieht schon interessant aus, wirklich. Riecht wirklich interessant. Das schmeckt nach Fleisch. Definitiv. Geil. Ja, ich werde das jetzt hier so ein bisschen klein schneiden. Ich kriege auch gleich noch ein bisschen Besuch. Dann lege ich mal so ein Stückchen über. Mal gucken. Dann sollen die mal aufprobieren, was die jetzt zu diesem Fleisch sagen. Oh, es geht echt gut. Wahnsinn, ey. Vielleicht sollte ich doch mal umsteigen von Fleisch auf das hier. Man sieht da auch, ne? Hier so kleine gelbe Punkte. Ich schätze mich, ich weiß nicht, Soja oder was das ist dann. Das ist echt cool, wirklich. Oh, gut. Ich schneide das mal hier zurecht. Nebenbei brate ich jetzt in der Pfanne noch den Wrap an. Dauert 1 Minute kurz beide Seiten. Einmal ganz kurz ein bisschen warm machen. Dies, das, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann kommen wir zum Belegen jetzt mal. Let's go. So, fertig ist das Ding. Nehmen wir einmal raus. Kommt auf den Teller, ist das heiß. Und einmal runter von der Flamme, meine Freunde, ganz wichtig. Gehen wir einmal ein Stück rüber und kommen wir zum Belegen. Der ist doch ein bisschen groß. Ja, mal schauen. Wie machen wir das denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen so ein bisschen Fleisch hier, packen das hier so hin. Und ich muss das hier so zur Seite, genau. Mit der Hand schön verteilen. Ich wollte erst, wie gesagt, Tzatziki nehmen, aber das wäre ja auch nicht so der Sinn der Sache dann geworden. Wir probieren es einfach mal, wie es schmeckt. Ich habe auch eine spezielle andere Zutat heute dabei. Die werde ich euch gleich mal zeigen. Einige wissen es vielleicht schon. So. Boah, sieht eigentlich mega geil aus, ne? Also, wenn ihr auch so coole Ideen dazu habt, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. So.
Wir nehmen ein bisschen Thymian. Mal schauen. Also auf Tomaten schmeckt Thymian richtig geil. So, das reicht, nicht zu viel. So, und jetzt müssen wir es so ein bisschen eindrehen. Machen wir es mal so hier noch ein bisschen in die Mitte. Brauchen wir eigentlich noch so eine Alufolie. Ja, sieht jetzt nicht so geil aus. Also hier so zusammengerollt. Aber, also stellt euch vor, als wäre jetzt zusammengerollt auf jeden Fall. Ich werde es jetzt mal probieren. Ich hoffe, es schmeckt. Und ja, jetzt kann ich gar kein Thumbnail machen. Warte, wir müssen das mal so machen. Halt mal drauf. Oh, Wahnsinn, meine Freunde. Okay, so, dann, ja, guten Appetit, würde ich mal sagen, ne? So, wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich würde ich mich wahnsinnig über Kommentare freuen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich nächstes Mal vielleicht kochen könnte, backen kann, irgendwas. Und vielleicht habt ihr es ja mal selber ausprobiert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal, euer Adrian. Peace. Bis bald.